Hallo, ihr Viking, und damit recht herzlich willkommen auf unserem Ostseekanal. Heute mal wieder zu meinem außerplanmäßigen Geschmackstest, wie ihr schon im Thumbnail gesehen habt. Ich habe da was ganz Leckeres Neues gefunden, und zwar vorab nur noch ganz herzlichen Dank an unsere Unterstützer, ohne die es ja gar nicht machbar und realisieren wäre. Vielen lieben Dank dafür. Und zwar von meiner Lieblingsmarke eigentlich, oder einer meiner Lieblingsmarken von Lorenz, und zwar eine Special Edition von den Naturals mediterranes Gemüse. Ohoho. Wie man hier drauf sehen kann, schönes Grillgemüse, Zucchini, Tomaten, Paprika, Auberginen mit natürlichen Zutaten, mit Schale in Sonnenblumenöl geröstet. Hätte man aber auch in Olivenöl machen können, ne? Wäre wahrscheinlich besser gewesen. Glutenfrei. Habe ich heute gesehen im Edeka. Hier, ne? Lecker. Yummy, yummy, yummy. Für 1,29 € war im Angebot. Sind 95 Gramm halt nur drin, ne? Und hat pro 100 Gramm 517 Kalorien, 30 Gramm Fett, 54 Gramm Kohlenhydrate, Ballaststoffe, bla bla bla. Naturals, das sind knusprige Kartoffelchips mit natürlichen Zutaten. Wie man hier hinten seht, ihr könnt euch das ja ganz selber durchlesen und machen, tun, wie ihr wollt. Wie gesagt, 1,29 € im Edeka, da muss ich doch gleich mal zuschlagen, weil Special Edition. Gucken wir mal, ne? Nicht so lange labern hier. Reden wir hier. Bin echt mal gespannt. Ich habe schon einige, glaube ich, von Natural probiert. Und die sehen ziemlich rustikal aus. Hat was, doch. Bist du scharf? Rasier mich immer wieder. Zuerst mal hier ablecken. Schön gewürzt. Wie man sieht, eine schöne Würzung, ein schöner Geschmack. Bisschen salzig. Moment, das Mikrofon ist im Weg. Geht halt nicht anders, ne? Aber nach was schmeckt es? Von der Würzung her ist es sehr angenehm. Schön. Leichten Salzgeschmack. Aber jetzt Gemüse oder so. Schwierig, ne? Aber es ist halt nicht das billige Paprikapulver nur, sondern Größe mit mediterraner Würzung. Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Salz, Paprika, Zucker, Zwiebelpulver, Tomatenpulver, Dextrose, Knoblauchpulver, Petersilie, Auberginenpulver, Zucchinipulver, natürliche Aromen. Aha, Paprikapulver, Zucchinipulver. Sag ja, die Mischung von diesen Pülverchen, wie man so schön nennt, sagt, ist voll harmonisch. Da leckt man sich gerne die Finger ab. Yummy. Wirklich lecker. Man kann dazu mediterranes Gemüse sagen, weil ich so eine von der Würzung her, von den Geschmacksknospenzutaten, dummes Wort, das eigentlich noch nicht gehabt hat, habe. Geschmacklich sehr gut. Wirklich, wirklich schön, angenehm zum Essen. Es ist nicht so 0815 Standardgewürz.
Sie sehen rustikal aus, darum heißt es auch Naturals, ne? Müssen ein bisschen rustikaler aussehen. Also sowas kann man seinen Gästen, wenn man Gäste hat. Ich habe ja keine Gäste. Ich bin ja der Lone Ranger, ne? Kann man auf den Tisch stellen. Ich bekomme kein Geld dafür, habe alles selber bezahlt, ne? Und das in der heutigen Zeit, ne? Ja. Bin ich nicht abgeneigt. Wirklich nicht. Ich habe mir das jetzt unter Vorbehalt habe ich die jetzt gekauft. So habe ich gedacht, ja, das wird eben so. Aber ja. Doch. Wenn man die Augen zumacht, machen die Augen zu. Und dann sich so zwei Chips nimmt. Kommt schon so ein leichtes Sommerfeeling vom Grillen her rüber. Mit viel Vorstellung. Aber schön gewürzt sind sie. Das ist die Hauptsache. Da wurde nicht gespart wie bei anderen Sorten aus den USA, wie Pringles. Ne? Ja. Die kann man snacken. Ja. Wirklich selber. Wann das Video rauskommt, weiß ich noch nicht. Aber diese Woche, heute haben wir den 15., also vom 14. glaube ich, war gestern war Montag. Nee. Vom 13. war Montag. Bis Samstag sind sie im Angebot. Ja. Wenn man dann noch eins erwischt, wo noch mehr Würzung drauf ist, Pulver, da eine Geschmacksexplosion so irgendwie. Lecker, lecker, lecker. Denn so Chips, da fängt man an, vorsichtig und kann nicht mehr aufhören, dann sind sie weg. Kleiner Tipp vom alten Sack, kauft euch gleich mal zwei Packungen oder besser noch drei. Gäste haben, die auf dem Tisch, die heben nicht lang, glaub mir. Ja, wirklich. Komm. Die Harmonie zwischen den Gewürzen, die ist so geil. Stimmig. Wirklich fein. Also mir schmecken sie wirklich sehr gut. Und da ich ja kein Geld davon bekomme, kann ich ja sagen, was ich will. Aber die sind wirklich geil. Kleiner Fact am Rande. Die Naturals, die Special Edition. Werde ich jetzt zu meinen mit Lieblingschips machen. Weil es ist so angenehm zum Essen. Auch die Chips, trotz dass es natural sind, nicht zu hart, nicht zu dick. Wow. Wow. Damit. Wieso habe ich eigentlich keine Musik an? Vergessen. Holy moly. Sie sind leicht fettig, so ein bisschen. Also ich habe da so, auf den Lippen spüre ich so irgendwie so einen Fettfilm. Aber das macht er gerade noch aus, ne? Aber nur. Geil. Ja. Da leckt man sich die Finger gerne ab. Hm? Mann, Mann, Mann. Köstlich, köstlich. Wirklich. Ja, aber. Da sie ja gerade im Angebot sind für 1,29.
kann man über die geringe Packungsinhaltgröße hier von nur 95 Gramm mal drüber wegsehen, dann kann man sich das mal gönnen. Regulär kostet, glaube ich, ich weiß nicht, 1,79 oder so, keine Ahnung. Da wäre es mir zu teuer. Das ist so ein kleiner Punkt Abzug, dass sie einfach das Preis-Mengen-Verhältnis schon ein bisschen teuer ist, aber wie hat das schön? Qualität hat seinen Preis, ne? Und lieber sich einmal so eine Tüte gönnen, wie 10 andere Tüten, wo billig sind und auch nichts schmecken. Ne? Oder noch überteuerter sind wie Pringles und schmecken noch gar nichts. Weil sie da einfach die Würzung, wo auf die Chips kommt, irgendwo im Mülleimer, glaube ich, hier tun sie bestreuen. Ich weiß es nicht. Lorenz, Daumen nach oben. Firma Lorenz, ich würde gern Partner werden. I love your chips. I'm very hyped about this. Please, nimm it in the Programm. Forever. And you make a much of money. A lot of money. Fantastic. Awesome. Schön aufgerissen. Tüte zeugt von Qualität. Kommen wir mal zu einer Bewertung für diese Lorenz Naturals mediterranes Gemüse in der Special Edition. Special Edition. Von 10 möglichen Rosti-Geschmackspunkten oder rostige Geschmackspunkten vergebe ich den hier, dass es um Geschmack geht. Preis, lassen wir mal nicht ein, es geht um den Geschmack. Gebe ich die volle Punktzahl, 10 Punkte. Weil ich wüsste nicht, wie man mediterranes Gemüse anders machen soll, weil Aubergine hatte schon groß keinen Geschmack. Zucchini, Und die Paprika und die Tomate und Knoblauchpulver mit allem, was da drin ist, kommt rüber. Man fühlt sich irgendwie gut aufgehoben bei den Chips. Sie sind lecker, sie machen Spaß zu essen. Was will man mehr, oder? 10 Punkte. Leute, das war's mal wieder. Mal wieder mit einem außerplanmäßigen Geschmackstest. Wir bedanken uns bei euch fürs Zusehen. Würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet auf unserem Rosti-Kanal. Macht ja eh groß keiner. Kleiner Fun-Fact am Rande. Genauso wie zum Stream kommt ja auch kaum noch einer. Aber egal. Schreibt doch was in die Kommentare. Aktiviert die Glocke, falls ihr kein Abo habt. Abo los, Köpfchen drücken. Press the Headbutton to subscribe. Ansonsten genießt das Leben. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Kommt gut durch diese enormen, unfairen Preiserhöhungen. Heute war wieder eine Preiserhöhung. Mich hat es aus den Socken gehauen. An dem heutigen Tag, diesem oder gestrigen 14.06. Ich bin bald vom Glauben abgefallen. Mein geliebter Spinat ist teurer geworden. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund. Genießt das Leben so weit wie möglich. Lasst euch nicht unterkriegen. Und ich würde mich freuen, wenn mal wieder ein bisschen mehr Aktivität da wäre. Ja. Oder sie haben mich alle vergessen schon. Kann natürlich auch sein. Kann ich auch nicht ändern. In diesem Sinne, macht's gut. Wir sagen schon mit dem Finger der Grund zu Stay healthy, have a wonderful time and stop the war, please. And die Preiserhöhung. Bye bye. Yummy, kaufen.